Mit dieser Methode werdet ihr mit der Adjektivdeklination keine Probleme mehr haben. Los geht's! Bevor wir weitermachen, noch eine kleine Info für euch. Jeden Donnerstag um 19 Uhr gibt es einen B-Level-Stream, an dem ihr teilnehmen könnt. Dieser Stream dauert 1,5 Stunden und wir schauen uns jede Woche ein Grammatikthema aus dem B-Level an. Dazu gibt es noch Hausaufgaben, Grammatikübersichten, interaktive Übungen zum Mitmachen und natürlich Wortschatztraining. Ihr bekommt außerdem noch einen Zugang zu einer exklusiven Facebook-Gruppe, in der ihr euch austauschen, einen Sprachpartner finden oder über Grammatik diskutieren könnt. Und das alles kostet nur 15 Euro pro Monat. Und so könnt ihr euch anmelden. Ihr seht unter meinen Videos diesen kleinen Join-Button. Dort klickt ihr rauf und dann nochmal auf Join. Und dann müsst ihr nur noch eine Zahlungsmethode auswählen. Also, melde dich jetzt an. Wenn ihr in der Schule Adjektivdeklination lernt, lernt ihr das normalerweise mit diesen Tabellen hier. Und ganz ehrlich, wer hat schon Lust, diese Tabellen hier zu lernen? Das ist viel zu viel Information, viel zu viele Möglichkeiten. Selbst ich als Lehrer habe keine Lust, das zu unterrichten. Deshalb dachte ich, es muss doch eine einfachere Möglichkeit geben, euch dieses komplexe Thema beizubringen. Und natürlich habe ich auch eine Methode gefunden und die erkläre ich euch jetzt. Und nachdem ich euch diese Methode erklärt habe, machen wir noch einen kleinen Test. Und dann werdet ihr sehen, wie gut das funktioniert. Wenn wir uns diese Tabelle mal genau anschauen, dann sehen wir, dass es nur 4 mögliche Endungen gibt. Und das ist en, e, er und es. Und jetzt schauen wir uns mal an, nach welchen Artikeln die Endung en kommt. Das sind dem, den, des, der im Dativ und im Genitiv und die Plural. Und noch einem, einen, einer und eines. Das heißt, wenn wir diese Artikel haben, hat das Adjektiv immer die Endung en. Zum Beispiel, siehst du den großen Mann? Oder ich spreche mit einer hübschen Frau. Noch ein Beispiel, kaufst du die Plural weißen Stühle? Und noch ein Beispiel im Genitiv, das Display des alten Handys ist kaputt. Schauen wir uns jetzt die Endung e an. Hier haben wir die Artikel der, die, das und eine. Der blaue Pulli gehört mir. Oder das ist eine gute Freundin von mir. Eine gute. Oder eine Frage, hörst du die schöne Musik? Und die Endung er haben wir für den unbestimmten Artikel ein, wenn ein maskulines Substantiv folgt. Das ist ein roter Stift. Wir wissen ja, bei ein gibt es nur 2 Optionen, das kann er oder es sein. Und wir haben Stift ist der, also ein roter Stift. Oder das ist ein schöner Mantel.
Und die Endung es haben wir auch für den unbestimmten Artikel ein, wenn ein neutrales Substantiv folgt. Sie kauft ein elegantes Kleid. Oder er hat ein schnelles Auto. Das heißt, anstatt ein oder zwei große Tabellen haben wir am Ende jetzt das. Was ihr hier auch sehen könnt, ist, dass immer wenn der Artikel verändert ist, also nicht Standard. Standard ist der, die, das und ein, eine. Aber wenn der Artikel verändert ist, dann haben wir immer die Endung en. Und schon alleine, wenn ihr das im Kopf behaltet, könnt ihr 50, 60% der Adjektivdeklination in Zukunft korrekt machen, ohne dass ihr viel denken müsst. Und hier habt ihr gleich nochmal die komplette Tabelle und ich empfehle euch, schreibt euch das auf. Und wie immer empfehle ich euch natürlich auch ein paar schöne Beispiele mit Adjektivdeklination unten in die Kommentare zu schreiben. Ihr wisst ja, Übung macht den Meister. So, jetzt haben wir in ein paar Minuten schon mal alle Endungen gelernt, die wir für die verschiedenen Artikel brauchen. Und ich hoffe, ihr könnt schon sehen, wie viel einfacher diese Methode ist im Gegensatz zu dem, was man normalerweise in der Schule lernt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie gut das funktioniert, wie, indem wir zusammen einen kleinen Test machen. Los geht's!
Wir deklinieren Adjektive natürlich nur, wenn sie vor dem Substantiv stehen. Und wie war der Test für euch? Habt ihr Probleme gehabt oder war das viel einfacher als vorher? Schreibt das gerne auch unten in die Kommentare. Und vergesst natürlich eure kleine Hausaufgabe nicht. Schreibt ein paar schöne Beispielsätze auch unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis bald!